Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von TCH Support. Heute mit dem Thema, wie mache ich mir so einen schönen YouTube-Hintergrund? Dazu gibt es mehrere Schritte. Schritt 1. Erstellt ein Bild mit den Breiten 1598 und der hohen Höhe 1620 Pixel. Schritt 2. Geht auf euren YouTube-Kanal. Hier seht ihr ihn. Drückt hier auf Fireshot. Das ist ein Add-on für den Mozilla Firefox Browser und speichert dieses Bild. Schritt 3. Drückt auf Datei, als Ebene öffnen und öffnet euren Fireshot Screenshot. Schritt 4. Richtet den Fireshot Screenshot so aus, dass ihr nur noch den Anfang des Kanals seht. Einen Moment. Mit dem Ausrichten-Werkzeug kann ich es auch in die Mitte tun. Schritt 4 ist, dass ich nun mich an diesem Screenshot orientiere. So kann ich zum Beispiel links und rechts Texte hinschreiben. Und so weiter. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Text, den rotiere ich noch und dann kann ich ihn links und rechts einfügen. Ich zeige das jetzt mal schon an einem vorbereiteten Bild. Hier habe ich links und rechts einfach meine Transformation eingefügt und mich an diesem Screenshot orientiert. Da wir den Screenshot haben, können wir jetzt auch für die einzelnen Objekte eine Auswahl erzeugen, mit abgerundeten Ecken zum Beispiel, und diese dann füllen. Das sieht bei mir jetzt ungefähr so aus. Bin ich dann fertig damit, kann ich meinen YouTube-Hintergrund noch mit zum Beispiel Hintergrundinformationen speichern und fertig habe ich ein wirklich schickes YouTube-Hintergrundbild. Nochmal im Schnellverfahren, erstens auf den YouTube-Kanal gehen und mit Fireshot einen Screenshot machen. Zweitens ein Bild mit den Maßen 1598x1620 machen. Drittens diesen Fireshot-Screenshot einfügen. An diesem kann man sich jetzt orientieren für Texte, Schriften und Hintergrundobjekte. Möchtet ihr ein noch ausführlicheres Tutorial, dann meldet euch einfach bei uns. Wem das jetzt zu schnell war, der findet auf www.tch-support.de/youtube.psd. Findet er nochmal die aktuelle GIMP-Datei zum Herunterladen. Das war's auch schon wieder von TCH Support. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer bei Fragen video@tchsupport.com oder ladet euch die Datei runter.